And it's you that I wanna need. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Footdraft. Und es ist wirklich heute eins der besten Teams, die ich je hatte. Wir werden gleich damit spielen, aber zuerst schauen wir uns an, wie wir das Team zusammengestellt haben. Ihr seht schon Marco Reus, ja, und jetzt haben wir uns tatsächlich dann noch für Lewandowski Hero entschieden, da ich der Meinung war oder die Hoffnung hatte, dass Douglas Costa noch auf rechts außen kommt, was natürlich dann nicht der Fall gewesen ist. Ihr habt eben noch Aubameyang in Form als andere Möglichkeit gesehen, aber wir haben uns halt, wie gesagt, für Lewandowski entschieden. Wen hättet ihr genommen? Schreibt es mal rein. Aubameyang in Form oder Lewandowski Hero. Ich habe mich für den Hero Lewandowski entschieden. Ja, gut, jetzt könnt ihr mich gerne haten, aber nein, was weiß ich. Reus und Lewandowski, die alten Zeiten, müssen wir natürlich wieder aufleben lassen. Black Ops 3 ist ja jetzt auch rausgekommen. Bin ich jetzt auch übelst am Suchten, aber das ist doch hier gar nicht das Thema erstmal. Für mehr Footdraft lasst natürlich gerne eine Bewertung da, und es ist wirklich eins der besten Teams, die hier rausgekommen ist, ja. Schaut es euch an. Jetzt hatten wir die Möglichkeit, André Schürrle zu nehmen, und ich habe gar nicht lange überlegt. Wir haben Dante, wir haben Schürrle, den kann man eigentlich nehmen, oder? Ja, kann man eigentlich machen, und zur Not, ja, packen wir den auf eine komplett andere Position. Jetzt hatten wir das Glück, dass wir hier noch Kagawa in Form bekommen haben. Modric stand schon im Team. Tut mir leid, dass ich das erst ein bisschen später aufgenommen habe, weil ich dachte mir so, okay, wir haben schon Marco Reus. Fängt ja eigentlich gut an. Ich wollte privat spielen, aber dann kam dann noch die Auswahl zwischen Aubameyang und Lewandowski Hero, und dann dachte ich mir, das müssen wir auf jeden Fall aufnehmen, denn jetzt kommt gleich eine Überraschung, und die hat es auf jeden Fall in sich. Ihr hört ja schon, ich kommentiere das Ganze nach, weil wir das erstmal das Footdraft nur aufgenommen haben. Und ja, die erste Überraschung ist natürlich Neymar in Form, der hier keine Frage einfach genommen wird. Und dann direkt hinterher die nächste Überraschung: Cristiano Ronaldo in Form. Ach du Scheiße, das heißt, wir haben jetzt Marco Reus in Form, Neymar in Form, Ronaldo in Form, Lewandowski Hero, Modric, Schweinsteiger, Godin, keine Ahnung, und wir werden gleich spielen. Live tatsächlich, nicht irgendwie vorher aufgenommen und nachkommentiert oder sonst was. Nein, es wird live natürlich dann gemacht. Ich denke mir mal, aber hier bei dem Footdraft, da kann ich das Ganze natürlich nachkommentieren. Ist ja jetzt nicht so wild, nicht so schlimm. Und das Gute ist natürlich, dass wir auch noch rechtzeitig aufgenommen haben. Ihr habt jetzt eben gesehen, dass wir André Schürrle noch auf die Linksverteidigerposition gepackt haben. Ich denke mir mal, das ist auch das Beste, was wir eigentlich tun konnten, damit Dante und dann halt die ganzen Kagawa und sowas auf, ja, ganz gute Chemie kommen, natürlich nicht auf volle. Wir müssen gleich Dante nochmal mit Nastasic tauschen, und Alexis Sanchez kam auch irgendwie 3-4 Mal. Ich dachte mir dann aber, nehmen wir doch lieber Azpilicueta, damit wir den dann für Schürrle reinpacken können, damit der natürlich ein bisschen mehr Ahnung hat von der Linksverteidigerposition. Ist, denke ich, auch schlauer gewesen. Unser letzter Spieler könnte dann entweder Aranguiz oder Nordfight sein von Gladbach. Heute ist ja auch wieder Bundesliga, wisst ihr ja. Und ja, dann dachte ich mir so, ZDM, Nordfight hat ja eigentlich gute Werte, und ja, den kann man eigentlich mal nehmen. Er hat aber einen Hunter Chemistry Style. Vielleicht wäre das hier fatal, wenn wir den dann nehmen. Nein, Spaß, keine Ahnung. Wir haben uns dann einfach für Nordfight entschieden, und packen wir dann natürlich für Mvia rein. Ja, das Ganze sieht dann wie folgt aus: Schweinsteiger auf der Bank, genauso wie Azpilicueta, Zabaleta und Godin. Aber den Cristiano Ronaldo, den könnten wir eigentlich auch schon direkt reinstellen. Oder Neymar. Nee, weil Modric natürlich bei Real spielt. Könnten wir dann einfach hier diesen von Atletico Madrid, den Rechtsaußen, für Ronaldo reinstellen. Kommt zwar nur auf 6 Chemie, aber er ist schon mal im Team. Und Neymar packen wir dann einfach für Nordfight rein. Und Modric dann ins ZDM. Also das sieht schon sowas von krank aus. Und ich will direkt damit spielen. Und das machen wir natürlich jetzt auch. Also ja, jetzt haben wir Dante nochmal kurz umformiert. 83 Chemie haben wir. Aber, also 83 Chemie ist nicht schlecht, aber ist jetzt natürlich auch nicht gut. Aber dafür eine 85er Gesamtwertung von dem Team. Und das ist wirklich krank. Ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten, dass sein Footdraft-Team auf 85 Gesamtstärke kommt. Und wir haben noch Nordfight und sonst wen im Team, also noch Non-Rare-Spieler dazu. Wenn die gar nicht da drin wären, dann wäre es vielleicht sogar noch eine 86er Gesamtwertung. So, mit dem Manager kommen wir jetzt auf 85, und ich würde sagen, das Team ist hier.
Wir springen natürlich jetzt direkt live rein und auf geht's. Sieht doch echt geil aus, also gönnt euch auf jeden Fall nochmal unsere Offensivreihe mit Lewandowski, Reus links außen und rechts außen Cristiano Ronaldo. Auf der Bank dann einfach noch Schweinsteiger, Neymar, Azpilicueta, Godin, keine Ahnung. Wir werden jetzt, glaube ich, Godin dann für Nastasic oder Dante einwechseln. Ich weiß nicht, wer von den beiden besser ist, keine Ahnung. Dann Neymar hier für Nordfight und Neymar und Modric natürlich tauschen. Und ansonsten könnten wir eigentlich, wir könnten Kagawa für Schweinsteiger reinpacken, aber ich denke mir mal, das ist nicht notwendig. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach direkt ins Spiel, Runde 1. Für mehr Footdraft wisst ihr, lasst eine Bewertung da. Wenn ihr mir bei Instagram followen möchtet, dann macht das natürlich auch gerne. Wenn wir jetzt hier in der ersten Runde rausfliegen sollten mit diesem kranken Team, dann weiß ich auch nicht. Und er hat aber auch wirklich sehr, sehr gute Spieler, ja. Philippe Andersson als ZOM. Dann Rechtsverteidiger Mike Conn, Hulk, so ein paar Spieler, die sind schon nicht schlecht. Ronaldo, linkes Mittelfeld, Pepe, Piqué und Bravo, Claudio Bravo als Torwart. Also ja, 100 Chemie ist schon stark, aber unsere Offensivreihe, ne, ich bitte euch. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, Modric als Sechser spielen zu lassen. Keine Ahnung, das werden wir ja gleich sehen. Nastasic geht jetzt erstmal raus für Godin und ja, Neymar, Kagawa und Co., alter Jungs. Damit muss rasiert werden. Komm jetzt, direkt hier, Cristiano Ronaldo am Ball. CR7, gib ihm jetzt hier. Oh, sehr schön, wie er da durchkommt, sehr schön, wie er da durchkommt. Erste Chance, erstes Tor, Cristiano Ronaldo nach 3 Minuten. So will ich das sehen, so habe ich es mir vorgestellt. Sehr schön. Lewandowski, der kommt noch ran. Schön auf Marco Reus, Jungs, ey, diese Dreieroffensive, ne? Marco Reus jetzt, Marco Reus, Schuss und nicht das Tor. Nochmal, kein Foul hier, kein Foul. Ah, doch ein Foul. Azpilicueta, sehr schön jetzt. Auf Kagawa, Modric, Lewandowski, schön Lewandowski. Der Pass ist perfekt und da ist der Schuss natürlich ebenso perfekt. Neymar mit dem 2:0, die fantastischen 4. Neymar, Lewandowski, Ronaldo und Marco Reus rasieren hier. Aber okay, es ist auch erst die erste Runde. Ich sollte mich beruhigen. Marco Reus, jetzt wieder Marco Reus in Form. Der Inform, ne? Also, den normalen habe ich ja schon mal gespielt. Der hat mir schon gut gefallen. Aber der Inform, der ist umso besser. Ja, okay. Einmal darf man so verschießen. Ja, ich drücke mein Auge zu. Marco Reus. Marco Reus. Lauf. Lauf. Ja, ja, genau so. Genau so. Genau so machst du das, Marco. Genau so machst du das. Genau so machst du das. Und jetzt der Abschluss. Ach du Scheiße, Alter. Was für ein Dreamteam einfach nur. Ein Dreamteam 3:0. Er läuft einfach durch, läuft vorbei und verarscht die Verteidiger. Ja, bis zum geht nicht mehr. Alter, sehr schön. Robert Lewandowski, das Biest. Das Biest, Jungs. Das Biest. Der Hero natürlich. Der Held hier. Komm. Jetzt, wir müssen eigentlich nochmal ein Tor mit ihm machen. Oh, oh mein Gott, wie er ihn verarscht hat. Jetzt reinziehen. Robert Lewandowski darf auch nochmal. Und damit hat jeder getroffen. Und wie getroffen? Also, wir sind einfach durchgelaufen. Dass er das tatsächlich hier noch reißen würde, könnte, keine Ahnung. Wird er eh nicht schaffen. Denn jetzt ist Marco Reus wieder zur Stelle. Oder nee, Modric und jetzt Neymar. Elfmeter? Hä? Okay, okay, gib uns gerne Elfmeter. Jetzt haben wir und Rot. Ja, entscheide das Spiel. Okay, das Spiel war eh schon entschieden, aber jetzt eindeutig. Ich meine, jetzt kann er eigentlich auch aufgeben. Wollen wir mit Marco Reus schießen? Ja, komm. Ich muss es ja jetzt nochmal versuchen, Elfer reinzumachen. Und es klappt tatsächlich. Also mit dem Team rechne ich mir einige Chancen aus. Das Spiel ist vorbei. Wir haben jetzt einfach die Zeit abgewartet. Und ja, wir gewinnen einfach 5:0. Wir hätten natürlich 1000-mal höher gewinnen können. Wow, er hatte 4 Schüsse aufs Tor. Wusste ich gar nicht, aber egal. Wir gehen mal in Runde 2 und dann schauen wir mal, wie es da läuft. Nächste Runde, nächster Sieg, nächstes Opfer. Ich habe keine Ahnung. Wir werden alles probieren. Und vielleicht hört ihr das auch. Ein bisschen bin ich angeschlagen. Also ich habe Todeshalsschmerzen. Aber das ist doch egal. Bei so einem kranken Team müssen wir natürlich weiterspielen und aufnehmen. Und Hauptsache, wir gewinnen das scheiß Footdraft. Und dann ist alles gut. Und dann vergesse ich auch meine Halsschmerzen. Hier der Gegner jetzt mit Alexis Sanchez im Sturm. Passt nicht ganz rein. 75 Chemie, genauso wie Candreva rechts außen. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Candreva gegen Dante. Könnte eng werden. Könnte eng werden. Nein. No. Raus. Raus. Hauen, Junge. Okay, okay. Ich darf jetzt nicht so leichtsinnig werden. Das war ein gutes Tor. Er führt 1:0, aber wir haben noch Zeit. Raus auf Marco Reus. Marco Reus.
Du kannst das. Ich weiß es. Ich weiß, dass du das kannst. Komm, dribbel dich durch. Ja, 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 ja. Wow. Wow, was hat der da gemacht? Das habe ich nicht gesehen. Hä? Okay, hat er doch raufgeschossen. Da habe ich gar nicht gesehen. Deswegen war es gar nicht so schlecht. Marco Reus. Marco Reus. Jetzt der Longshot. Und da ist das 1:1. Ach du Scheiße. Er nimmt sich ein Herz und zieht einfach rauf und trifft den Ball perfekt. Und der Ball fliegt perfekt ins Netz. Und was für ein geiles Tor. Und was für ein geiles Tor. Und das will ich mir nochmal anschauen. Und ihr wahrscheinlich auch. Ach du Scheiße. Diese Flugbahn. Eckball. Komm. Marco. Jetzt hier. Die perfekte Flanke. Auf Dante. Jetzt. Cristiano Ronaldo ist durch. Cristiano Ronaldo, zieh. Bitte, 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 bitte mach jetzt hier das Tor. Wir können rüberspielen. Wir werden es machen. Und Reus macht das 2:1. Schöne Flanke. Und Marco Reus dann mit dem Kopf zum 2:1. Sehr schön gespielt. Wir mussten es tun. Ich musste es tun. Und es hat funktioniert. Kein Gegentor jetzt bekommen. Nein. Er läuft durch. Und Tschech hält mir hier den Sieg, Alter. Tschech, ne? Ich schwör's euch, warum pfeift er jetzt erst ab? Okay, okay, ist okay, wir gewinnen trotzdem 2:1. Ob es glücklich war, ich meine, es war umkämpft, aber wir waren ungefähr gleich stark, das auf jeden Fall. Aber Reus hat uns den Arsch gerettet, eigentlich alle, ja, eigentlich alle und Tschech natürlich umso mehr. Aber egal, wir sind jetzt in Runde 3 und das werden wir natürlich jetzt hier weiterspielen. Es wird langsam ernst, Runde 3 startet jetzt und ich schwör's euch, es ist wirklich eins der besten Footdraft-Teams, die wir je hatten oder die ich zumindest je hatte. Und jetzt unser Gegner hier mit 92 Chemie rechts außen, Messi im Sturm, Benzema, ja, den Verbrecher, der jetzt, glaube ich, erstmal im Knast ist, aber vielleicht kommt er ja raus, man weiß es nicht. Nee, das Urteil wurde, glaube ich, noch gar nicht gefällt. Aber links außen hat er trotzdem Neymar in Form. Bartra als Innenverteidiger in Form. Kroos, David Silva, Fernandinho und ich kann auch nicht mehr reden, deswegen lasst uns direkt anfangen. Nein. 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 Ich wollte sagen, ist es wirklich der erste Footdraft ohne einen kassierten Elfmeter? Nein, rechts. Fuck, Alter. Ja, fuck. 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 Okay, es ist wieder 13. Minute, wo wir das Gegentor kassieren. Aber es ist noch reichlich Zeit. Marco, zieh, zieh. Da ist Cristiano. Bring die Flanke. Ja, nein. Oh nein, der. Oh, der kleine. Ach, ich sag's jetzt nicht. Komm jetzt, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Bitte pace dich durch, Alter. CR7, CR7, Junge. CR7. Zeig hier die 7, Mann. Zeig ihm das. Genau. Und jetzt, zeig das Tor und da ist es, der 1:1 Anschlusstreffer oder Ausgleich, wie man es sehen möchte. Sehr schön, gut, wir kommen wieder zurück und ja, Ronaldo regelt, so muss das sein. Nein, nein, nein. Ja, da habe ich, ja, habe ich selber nicht mitbekommen, dass das tatsächlich funktioniert, hätte ich nie im Leben gedacht. Aber er schießt das 2:1. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bitte, 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 bitte macht es jetzt hier. Macht es hier. Spiel auf Neymar und der macht das 2:2. Was für ein schönes Zusammenspiel. Und Neymar Junior mit dem 2:2. Es geht doch. Ich weiß, ich habe zu ihm gespielt. Also eigentlich so ein halber Sweaty, aber Sweater, keine Ahnung. Scheiß drauf, Jungs. Scheiß drauf. Wir müssen ins Finale. Und das hat sich das Team verdient. Richtig geiles Ding. Dieser schöne Pass auf Reus. Dieser schöne Pass auf Marco Reus. Dieser schöne Pass auf Marco Reus. Und der macht das 3:2. Und der macht das 3:2. 5, 2, 3 Minuten später. Keine Ahnung. Er macht einfach das Ding. Ist mir scheißegal. Was für ein Comeback. Und was für ein Dribbling. Und was für ein Tor. Und diese Mannschaft und dieses Team. Es ist einfach geil. Bitte. Wir dürfen das nicht verhauen. Wir dürfen das nicht verhauen, Tschech. Digga, 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 kein Elfmeter wieder. Nein, Sweaty. Oh mein Gott, nein. Oh Mann. Oh mein Gott, das war so ein krankes Comeback und dann macht er das 3:3. Filicueta, Ad Filicueta. Jetzt weiterleiten auf Neymar. Neymar, abstoppen und nein, Nachschuss. Okay, okay, Kagawa. Okay, jetzt konzentrier dich. Digga, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst, dass er den nicht reingemacht hat. Er hatte freie Schussbahn. Und es geht in die Verlängerung. Das wär's. Wir hätten es jetzt schon entscheiden können. Marco, Marco Reus. Schön gesehen auf Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, stoppt ab, spielt auf Dante. Ey, Junge, Elfmeter. Elfmeter. 100. Minute.
Ich habe es auf dem Fuß. Oh mein Gott. Jungs, ich kann keinen Elfmeter schießen. Ich kann sie nicht schießen. Ich muss ihn reinmachen. Marco Reus, du musst ihn reinmachen. Bitte. Bitte. Marco Reus, du geile Sau. 4:3, Marco Reus. Richtig schön in der Mitte, so mittig platziert, weil wir den sonst verschossen hätten. Also, es war einfach Schicksal, dass der Ball jetzt reingeht. Und jetzt müssen wir es einfach nur noch halten. Cristiano geht an einfach zwei Leuten vorbei. Cristiano Ronaldo, komm. Wollen wir es jetzt tatsächlich hier noch probieren, das 5:3 zu schießen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, dieses Dribbling, Junge. Der hat einfach alles stehen lassen. Aber leider kein Tor geschossen. Jetzt, 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 jetzt. Reus, 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 mach es. Und er macht es, das 5:3. Wir haben abgewartet. Und der Schlingel macht die Entscheidung. Oh mein Gott, wir sind im Finale. Wir sind im Finale. Live hier in Farbe im Finale. Footdraft. Ach du Scheiße, mit den fantastischen Vier. Mit den fantastischen Vieren. Hä? Was? Nein, ey, jetzt kriegt er noch einen Elfmeter hinterhergeschenkt, Alter. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist lächerlich. Er pfeift ab. Wir gewinnen 5:4. Sowas von unnötig. Jetzt noch der Elfmeter da im Hinterhalt, Alter. Keine Ahnung, was dieser Scheißschiedsrichter wieder wollte. Aber Marco Reus, ne? Ich schwör's euch, der Inform, Alter. Alter, da finde ich keine Worte für. Der ist sowas von gut und aber jetzt sowas von ungelogen stark. Ich muss mir den echt holen. Ich muss mir den echt holen. Ob es verdient war, dass wir weitergekommen sind? Ehrlich gesagt, er war schon richtig stark, aber unser Team ist einfach umso stärker gewesen und ich habe mich angestrengt. Wir sind weitergekommen und das heißt, das Finale wartet jetzt auf uns. Es ist soweit, das Finale startet jetzt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ob wir jetzt auch noch den Titel holen, also die 50k-Packs, nee, das 50k-Pack, das werden wir jetzt sehen. Unser Gegner mit 75 Chemie, also ein bisschen weniger, aber dafür auch mit Marco Reus, das ist einfach eine Waffe. Dann Ronaldo auf links, Benzema wieder der Übeltäter, dann im Sturm Dybala in Form und im Tor De Gea, der sowas von gut hält. Okay, das Finale, Konzentration, ich gebe alles. Und ich hoffe natürlich, dass wir das 50k-Pack am Ende erhalten werden. Schön. Modric, Luka Modric auf Shinji Kagawa. Kagawa auf Lewandowski. Lewandowski auf Marco Reus. Marco Reus mit dem 1:0 nach 4 Minuten. Nach nur 4 Minuten macht er das Ding. Es sieht wirklich gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Und das sah auch wieder richtig gut aus. Kann er Karate oder was? Keine Ahnung. Aber was für ein geiles Tor. Und ey, ich schwör's euch, wer die Kohle hat, der sollte den kaufen. Der sollte den kaufen. Am Stisseln, Neymar, oh mein Gott, oh mein Gott. Gibt er ihm, nein, gibt er ihm jetzt hier mit Neymar nochmal. Ja, doch, jetzt. Finesse und fast das 2:0. War auf Marco Reus. Marco Reus, lauf. Jetzt die Chance. Flanke auf Cristiano Ronaldo und nein, Marco Reus, nein. Hä, wie kann er den halten? Wie kann er den halten? Okay, es ist De Gea in Form, aber jetzt, jetzt, lang, ja, Ronaldo, Ronaldo, komm, zieh, 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 CR7, gib ihm jetzt, gib ihm, Elfer, Elfmeter, Mann, Elfmeter, sehr schön, die Elfmeter, die kommen jetzt so langsam und im Finale ist es umso wichtiger und, naja, erstmal sollten wir den treffen und reinmachen. Es war eindeutig ein Elfer, also, ich bitte euch, da braucht ihr hier gar nicht laufen lassen. Und die komische Wiederholung anschauen, denn Reus macht jetzt hoffentlich das Tor. Neymar ist durch, macht das Tor, das 2:0, die fantastischen Vier drehen wieder durch. Neymar jetzt hier heute, darf er auch mal treffen und macht das 2:0, macht das 2:0, macht das 2:0, macht das 2:0, 50k Pack, ich sehe nur noch 50k Packs in meinen Augen. Und das sollte auch das Ziel sein. Lewandowski, Robert Lewandowski. Digga, guckt euch das an, Mann. Ich kann machen, was ich will. Die machen einfach alles perfekt. Die machen einfach alles richtig. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ah, okay. Okay. Den kann man mal verschießen. Sollte mal langsam Zeit sein zum Abpfeifen. Marco Reus, Neymar und der Schiedsrichter pfeift ab. Wir gewinnen Footdraft. Wir gewinnen das Footdraft. Wir gewinnen das Footdraft. Hier im Finale erstmal mit 2:0 und haben uns durchsetzen können. Die fantastischen Vier
und Marco Reus in Form, Lewandowski Hero, Ronaldo in Form und Neymar in Form und natürlich der ganze Rest, Dante, Petr Cech, Godin, einfach alle. Ihr wart einfach alle richtig geil und ihr habt mir den Arsch gerettet und ihr habt es einfach geschafft und wir waren einfach tausendmal besser und es heißt jetzt hier, wir gewinnen und mal gucken, ob wir das 50k-Pack jetzt hier direkt bekommen oder was für Scheiße wir erhalten. Ich meine, wir haben 4 Siege und ich habe so krank gespielt, so krank habe ich noch nie gespielt, wirklich richtig stark. In der dritten Runde hatten wir echt Glück, aber dann, ja, lief alles von selbst. Wir wollen uns hier gar nicht auf die Folter spannen. Jetzt, komm, zeigt mir hier das 50k-Pack, seltenes Spielerset und ein Goldset. Und es muss jetzt hier das 50k-Pack sein und es ist es. Es ist es, 12 Spieler, alle Gold, alle selten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Marco Reus Inform, vielleicht ist er ja hier drin. Wäre eine gute Belohnung, also da würde ich mich nicht beschweren. Wir öffnen zuerst natürlich dieses komische Pack da, wo ein seltener Spieler drin ist. Ist egal, wer jetzt hier drin ist. Es ist wahrscheinlich nur scheiße. Ah, das ist ein 5k-Pack. Was sollen wir damit eigentlich? Oh, Per Kluge, den gibt es auch noch. Macht euch bereit. Das 50k-Pack wird jetzt geöffnet. Wir gewinnen einfach den Footrun bei Real FIFA auf dem Kanal. Ist das die Wahrheit? Es ist die Wahrheit. Und vielleicht schaffen wir wirklich für dieses kranke Video 4000 Likes. Es ist wirklich, wenn ich mich, ich will mich ja nie selbst loben, aber es ist wirklich eins der besten Videos, die ich je gemacht habe. Vor allem spielerisch, ja, also in FIFA, sag ich mal. Okay, nicht viel labern, es geht los. Das 50k-Pack wird geöffnet. Ich drück drauf, ich guck natürlich nicht hin. Marco Reus, bitte, oder einfach irgendein geiler Spieler. Wer wird jetzt hier im 50k-Pack sein? Das 50k-Pack für heute, der Abschluss vom Footdraft mit Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema von Real Madrid im 50k-Pack. Wie viel ist er wert? Wie viel ist er wert? 50.000 mindestens. 70.000, 70.000. Und damit rentiert sich natürlich das Footdraft. Es hat sich gelohnt. Karim Benzema, der Übeltäter, der Straftäter. Hier im Pack dann noch Coolman und was weiß ich. Ist mir eigentlich scheißegal, denn wir haben Karim Benzema in dem 50k-Pack bekommen. Das war unser Footdraft. Es ist vorbei, es ist vorbei, wir haben gewonnen. Wir haben Karim Benzema. Leider kein Marco Reus, aber es ist egal. Jungs, Instagram, PSN Cards, Microsoft Points, wenn ihr mich unterstützen möchtet, in der Beschreibung, tausend Dank. Und wenn ihr das jetzt noch bis jetzt hier noch guckt, dann schreibt einfach Hashtag RealFIFA kann Footdraft oder irgendwie sowas, dann weiß ich, dass ihr das Video bis jetzt geschaut habt. Vielen Dank, Jungs, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, richtig geiles Pack nochmal zum Abschluss. Haut rein, bis zum nächsten Mal.